ist, das war's, der SCPL feiert den Klassenerhalt. Auf der Anzeigentafel eingeblendet steht, bam, verlängert in Liga 3. Einfach kann jeder. Ich kann nur sagen, dass das eine absolute Mannschaftsleistung war über die ganze Saison. Man hat von vornherein gesehen, was wir können. Das Glück war nicht immer auf unserer Seite. Wir mussten das ein bisschen erzwingen und ja, am Ende haben wir uns das mehr als verdient. Ich freue mich dafür, dass die Mannschaft sich belohnt hat. Und ich habe bei Bärbel, unserer Betreuerin, gesagt, dass wir uns nachher eine kleine Zigarre gönnen. Und das werden wir auch immer machen. Auch im nächsten Jahr ist der SC Verl in Liga 3 mit dabei. Heißt im Umkehrschluss auch, Viktoria Berlin muss nach nur einer Saison wieder runter in die Regionalliga. Das Wunder vom Prenzlauer Berg ist also ausgeblieben. Die harte Arbeit hat sich nicht ausgezahlt. Aus Sicht des Trainers Farah Toku wäre der Klassenerhalt verdient gewesen. Das ist natürlich kein gutes Gefühl. Wichtig war für mich, dass die Jungs dann nochmal alles reinhauen in dem Spiel. Ich glaube, das hat man gesehen. Jetzt, wo es dann auch feststeht, ist da nochmal ein bisschen was anderes. Ja, es tut einfach unheimlich weh, unheimlich schade für die Leute ums Team. Es ist, ja, ist einfach leer heute. Ja, scheiß Gefühl auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt überraschend gekommen ist heute, weil wir wussten, wie die Ausgangslage ist. Aber wenn man mal so den längeren Prozess sieht über das letzte halbe Jahr, dann ist es auch nicht, ja, Pech oder sonst was. Der FC Viktoria Berlin muss wieder runter in die Regionalliga Nordost und muss Adieu sagen zu Liga 3. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.